Grüß dich. Heute reden wir über das Alter, über das Biologische, über das Gewünschte und über das, ja, wie jemand wirklich herschaut. Im Speziellen geht es heute um die Frage: Jetzt schätze mal, wie alt bin ich denn? Ich sage gleich eins: Aufpassend beim Antworten. Wir müssen da die Leute in drei Altersgruppen einteilen. Die unter 13, die fragen eigentlich das sowieso nicht. Die zwischen 13 und 35, denen braucht es einfach allemal so 17, weil 17 Jahre, das ist für die das perfekte Alter. Die einen waren es schon gern und die anderen waren es noch gern. Bei den über 35 haben wir es schwierig. Wenn denn jemand aus der Kategorie ums Alter fragt, sind wir es wirklich aufpassen. Es darf nie sagen, was es denkt. Wurscht, wie alt der Mensch ist und wie viel Falten er hat, weil es müsste die Person allem jünger schätzen, wie sie ist. Ihnen das so eine Faustregel: 15 Jahre jünger schätzen. Also, wenn es mal jemand ist 50, dann sagst du 35. Weil, wenn jemand ausschaut wie 50, er ist aber erst 40 und es schätzt ihn auf 35. Ja, dann meint er ist allem noch 5 Jahre jünger. Er schaut 5 Jahre jünger aus. Ihm hab's so frei gemacht und das jetzt auf den Schneider. Bittchen. Gern gesehen. Pfiat denk engren Flüncherin Froni. Verschätzt. Verjährt. Fertig.